Erster Auftritt von René van Eck. Der 46-jährige Niederländer mit dem Schweizer Akzent ist am Montagnachmittag offiziell als Nachfolger von Ralf Außem vorgestellt worden. Was ihn an der Aufgabe Alemannia Aachen reizt, verrät er im Interview. Fußball lebt hier und das ist, was mich reizt. Sie haben ein Angebot aus der ersten Schweizer Liga abgelehnt, was auf den ersten Blick vielleicht lukrativer klingt als dritte Liga in Aachen. Warum? Ja, wie ich schon gesagt habe, weil Fußball hier unglaublich lebt in Deutschland und für mich das reizvoller ist als höchste Liga in der Schweiz. Und auch wenn das Wichtigste von mir, dass meine Kinder in der Schweiz wohnen. Was sind Sie für ein Trainertyp? Wie würden Sie sich selber charakterisieren? Ja, ich verlange einfach von meinen Spielern, sobald sie auf dem Platz stehen, dass sie Gas geben. Wenn es nicht geht, aus welchen Gründen dann auch, will ich, dass sie mir das mitteilen. Oder wenn sie irgendwo verletzt sind, dann die medizinische Abteilung mitteilen. Aber sobald sie auf dem Platz stehen, dann verlange ich einfach, dass sie einfach Gas geben. Schlecht spielen oder schlecht trainieren kann man. Aber die Einstellung muss einfach stimmen und dann ist es auch für mich kein Problem, aber sonst kann ich schon böse werden. Welche Philosophie eher hinten dicht machen, vorne viele Tore schießen, was ist so Ihre Ausrichtung? Ja, das wäre das Idealste, so. Aber ich glaube, wenn man die letzten Spiele sieht, muss man erst mal schauen, dass wir stabil stehen und von da aus weiter nach vorne spielen. Weil wenn ich erst vorne anfange und dann nachher hinten, das ist, glaube ich, der falsche Weg. So. Erstmal gut stehen, stabil und von da aus weiter nach vorne spielen. Aber ich will natürlich Fußball spielen. So. Ich habe die holländische Schule gehabt und das habe ich immer versucht, meine Mannschaft beizubringen. So auf den ersten Blick, was glauben Sie, was für ein Potenzial in der Aachener Mannschaft steckt? Ja, die Mannschaft hat gezeigt, die ersten vier Spiele, zu was sie fähig sind, auch wenn es vielleicht nicht gut war, oder als sie im Rückstand geraten sind. Aber sie sind dann trotzdem zurückgekommen, so der Charakter stimmt. Aber jetzt muss wieder die Freude zurückkommen, dann, wenn man Punkte hat, kommt das Selbstvertrauen wieder zurück. Und daran werden wir hart arbeiten. Was glauben Sie, können Sie bis Samstag in den ersten Tagen schon mit der Mannschaft erreichen im Training? Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist mal, dass ich da Spaß reinbringe, nicht, dass ich da irgendwo den Zirkus mache, aber dass sie Freude haben, wieder ins Training zu kommen. Und dann werden wir natürlich, wie gesagt, dann schauen, dass wir da kompakt stehen und dann kommt alles andere kommt dann von selber, weil Fußball spielen können sie, das haben sie auch schon gezeigt. Wir haben einiges von der Alemannia gelesen und mitbekommen, auch von Dieter Hecking gehört. Trainer hatten es in den letzten Jahren nicht so einfach hier in Aachen. Ist das irgendwie für Sie im Kopf, dass viele Trainer hier in den letzten Jahren gehen mussten? Ja, mit dem beschäftige ich mich nicht. Ich bin hier und mache meine Arbeit so gut wie möglich. Und dann glaube ich, dann kommt auch alles andere von selber. So, ich ziehe dann meine Spiele werde ich dann schon dann mitziehen, aber mit solchen Sachen tue ich mich nicht beschäftigen, so Druck oder das ist überhaupt kein Druck. Ich habe es schön, ich kann jeden Tag draußen auf dem Platz stehen, mit vielen Jungs dann arbeiten und etwas Schönes gibt es natürlich nicht. Druck ist wahrscheinlich, wenn man schwer krank ist, noch einen Tag zu leben hat und vielleicht noch irgendwo 20 Wünsche in Erfüllung gehen lassen will, das ist Druck. Was hat Hecking denn erzählt? Hecking war natürlich sehr positiv, hat natürlich sehr gute Arbeit gemacht, nicht nur hier, aber zeigt es überall, wo er ist. Und er hat einfach gesagt, so vom Typ her würdest du passen zu Aachen. So, ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich nicht wegen der Frisur oder wegen meiner Tätowierung, weil das hat er nicht. Aber vielleicht, weil ich ein bisschen verrückt bin. Aber er hat gesagt, wenn du mich enttäuscht tust, dann fahre ich nach Aachen und dann gibt es Ärger.